Damit er sich gar nicht traut beim nächsten Mal. So. Creeper reagieren auf sowas. Ja, ja, die sind da sehr empfindlich. Die denken sich dann, oh, mein Ist geil, wir haben einfach mal eine Zombie-Falle. Ich bin hier, Alter, was ist das hier? Ich bin hier seit keine Ahnung, nicht lange bin ich jetzt hier. Wir haben eine Zombie-Falle, wir haben unendlich viele Diamanten schon gefunden. Die Höhle läuft, also auf jeden Fall, da läuft es bei uns hier richtig. So. Da ist wieder einer. Wie perfekt ist das bitte? So. Na gut. Ist hier viel los? Oh. Da komme ich auch von der anderen Seite rein, deswegen mache ich das hier mal zu. Und dann muss ich natürlich... Ah, jetzt habe ich keine Fackeln. Oh. Hey, hi, na, wie geht's dir? Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich mache mir jetzt hier mal ein paar Fackeln. Na, also, wenn die Zombies mich lassen. Und dann... leuchte ich den Spaß... Oh, hallo, Mr. Skeletter, na, wie geht's dir? Dann leuchte ich den Spaß hier aus. Dann nehme ich mir den Spaß hier noch mit. Ah, das ist hier bitte alles an Rohstoffen. Hier ist alles, also ich bin baff. Also das war die beste Entscheidung meines Lebens, glaube ich. Also mich hier einfach mal für ein bisschen niederzulassen, das ist, Alter, das ist perfekt, ja. So, machen wir mal so. Das ist auch erstmal gesichert. So, ich kann mir jetzt, ein Bettchen bauen, meine lieben Freunde. Oh, ein Hello Kitty Bett. Mm, toll. Ah ne, Nian kann nicht, Entschuldigung, nicht Hello Kitty, Nian. Kann man eigentlich? Nö, ist gerade nicht nach. Ist gerade anscheinend Tag. So, dann machen wir weiter. Und zwar wollen wir noch ein paar Öfen uns bauen, haben wir gesagt. Und da sparen wir auch nicht. Genauso wie wir überhaupt nicht bei irgendwas sparen. So. Sieht eigentlich ganz cool so aus, ne? Ja, echt geil aus. So, dann brauchen wir noch ein paar Stickies. Wo ich gleich mal die ersten dafür nutze. Diese Leiter hier fertigzustellen. Ach, guck mal, da können wir gucken, wie, ob, was es gerade so los ist. Jetzt kann ich auch nichts mehr durchkrabbeln. Das wäre natürlich auch noch so eine Option, dass ihr irgendwas hoch runter grabbelt, aber... eigentlich soll da nichts passieren. Können wir später auch noch alles abschotten. So, Schienen kommen noch ein bisschen hin. Das hier, das hier. Das da. Obwohl, die kann ich eigentlich... Ah, ne, Blaschwaffe da. So, Pilz. Jetzt haben wir eine neue Truhe. In die neue Truhe würde ich einfach direkt mal Grünzeug packen und Nahrung und all so ein Zeug. Also, alles so Drop, alles, was so irgendwie was mit Nahrung oder so zu tun hat. Irgendwie so annähernd. Irgendwas, was organisch ist. So, das wird ungefähr hin. Dann kann hier unten jetzt hier wieder der Stuff. Ah, ne, Gott, das nicht. Das auch nicht. Das kann da rein. Dann kann da wieder hier ein bisschen davon was rein. Alter, 42 Diamanten. Erzähl's doch bitte keinem. Wie krass ist das? So. Pfeile können da auch erstmal rein. Wir haben momentan noch keinen Bogen. Wir können uns aber bald einen bauen. Wäre auch noch so ein Ziel, glaube ich, sich einen Bogen bauen. Das würde ja gehen, wenn wir noch zwei Dinger bekommen. Ich guck gerade mal. Hier haben wir jetzt alles abgeschottet. Dann würde ich jetzt als nächstes
So, hier kann man großräumigen Eingang bauen eigentlich. Hier fehlt noch das Holz, das nehmen wir noch mit. So. Ach genau, hier hinten war ja nichts mehr. Da mussten wir... Oh ja. Quatsch, hier haben wir auch zugemont, das ist ja auch zu. Da mussten wir hier rein. Ach, und sieh mal an. So, dann nehmen wir jetzt hier. Auch mal alles mit. So, das da muss es natürlich wieder ganz. Und dann nehmen wir uns hier jetzt einfach noch das Holz mit. Ja, ein weiteres Thema, was ich natürlich zum Bequatschen hatte, war, ich habe heute mal Zeitung gelesen, so auf dem Tisch. Normalerweise lese ich ja keine Zeitung, einige werden es vielleicht wissen. Ich lese normalerweise keine Zeitung, aber jetzt, wo ich jetzt hier wohne, ja, da liegt halt früh so die Zeitung auf dem Tisch, da gucke ich einfach mal mit rein ab und zu. Und da war ein recht interessanter Beitrag, und zwar zu unserem neuen Papst. Und da habe ich was gelesen, wo ich mir einfach nur dachte, yo, das ist heute die, ja, das ist einfach, sind die Leute heute, wie sie sind einfach, und, weiß nicht, also, da habe ich einfach mir den Kopf gegriffen. Und zwar geht es darum, der Papst, der hat ja irgendwie, unser momentaner Papst, der ist jemand, der einfach gerne mal die Wahrheit sagt, ne? Der fackelt nicht lange, der sagt einfach, was scheiße ist und was nicht. Und meine Güte, sowas ist geil. Leute, die einfach mal sagen können, okay, hier, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Und vor allen Dingen auch in der Position, die einfach mal die Wahrheit sagen, sowas ist geil. Und da lese ich heute nicht tatsächlich Zeitung. Und da steht da drinne, ja, Papst hat ein sehr vorlautes Mundwerk und der Vatikan musste einige seiner Äußerungen gerade stellen. Dann standen da so die Äußerungen, die er gesagt hat. Und Alter, ganz ehrlich, wenn der Papst da die Gier der Menschen kritisiert und sowas, das waren vollkommen, da standen glaube ich 12 verschiedene Kommentare. Das war vollkommen in Ordnung, jedes dieser Kommentare. Es war einfach das, was normale Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen von irgendjemandem, sagen würden. Es war einfach ganz genau das, was jeder normale Mensch, der sich nicht von irgendwie unterkriegen lassen will, sagen würde. Und da kam dann echt nur das Kommentar, ja, wir haben die Kommentare des Papstes, wir mussten da einiges gerade rücken, weil das konnten wir so nicht im Raum stehen lassen. Und da dachte ich mir so, Alter, was geht denn bitte bei euch ab? Der Papst, weißt du, die wichtigste Person auf der Welt, so mit, sag ich mal, die sagt endlich mal, was Sache ist. Ein Papst, der wirklich einfach mal sagt, was Sache ist, wie es läuft und was ihm nicht gefällt. Und dann wird ihm mehr oder weniger das Mundwerk verboten, weil er halt was sagt, was er hätte als Papst nicht sagen dürfen. Er ist ja da, um das Wort Gottes zu verbreiten und nicht um die Dummheit der Menschheit zu kritisieren. Und das darf der Papst natürlich nicht, deswegen wird ihm da der Maulriegel vorgeschoben. Und er sagt, hä? Was? Ja. Und herzlich willkommen, in so einer Gesellschaft leben wir heute. Ja, das war an sich eigentlich alles, was ich dazu sagen kann, weil, ganz ehrlich, das wird es jetzt nur noch sagen. So, meine lieben Freunde. Alter, wie krass wir das Ding hier auseinandernehmen, bitte, ne? Jetzt will ich aber schon da rein. Vor allem will ich den Spawn entdecken, wo der ist. Ich nehme natürlich wieder alles mit hier. Wir graben uns ganz langsam durch. Riskieren nichts. Ah, guck mal da. Das war natürlich zu. Und hier setze ich eine Fackel hin. Da meint ein Zomboy, groß aufmucken zu können. Hier mache ich auch erstmal zu, weil ich will erstmal einen anderen Weg lang. So, hier nehmen wir natürlich noch das Erz mit. Die Kohle. Ah, ist nicht viel. Machen wir mal zu. Hat nie existiert. Oh, was habe ich da? Wie konnte ich das bitte jetzt liegen lassen? Jo. So.
Dann hier auch eine Fackel hin, damit da nichts auf die Idee kommt zu spawnen. So. Ich hätte jetzt halt die befürchtet, dass mich was von hinten umknallt. Aber die scheinen alle über mir zu sein. Oh, Diamanten. Oh, was ist denn hier los? Sind die alle blind oder? Taubstumm? Hallo Creeper! Ja, TNT, ist bestimmt klar. Ich mach mal ganz kurz den und den. Und dann kümmern wir uns um unseren freundlichen Creeper-Mann hier. Okay, das sind schon wieder Diamanten, Alter. Ach du Scheiße. Was ist hier los? Wir müssen unbedingt bei der ersten Gelegenheit sofort schlafen. What the fuck. Also, ich bin heilfroh, ganz ehrlich, dass wir den Shader rausgehauen haben und gerade die Äxte so modifiziert haben. Da bin ich echt mega froh drüber. Jetzt muss ich erst mal gucken. Irgendwie ist hier... Ist es hier nicht so, wie ich erwartet habe? Ich habe gedacht, hier ist irgendwie ein Loch nach oben oder so, aber ist gar nicht. Die sind hier einfach nur gespawnt, weil es dunkel war. Na gut. Am Ende sieht die ganze Höhle hier aus, wie wenn du, kennt ihr das denn hier auf dem Multiplayer-Server seid? Und die Admins aus einem bestimmten Gebiet Erze entfernen, da wird das meistens durch so Cobblestone ersetzt. Genauso wird es dann ja aussehen. Überall nur noch Cobblestone und nichts anderes mehr. So, irgendwas ist hier. Ich höre es deutlich. Ich sehe es aber nicht. Sehr schön. Ist das gerade original Minecraft-Musik? Ich glaube schon, gell? Das ist original, ja genau, das ist original Minecraft-Musik. Oh, das war's. Und das auch was. So, zu. Hier noch eine Fackel davor. Ich guck mich immer mal so ein bisschen nach hinten, weil ich das Gefühl habe, dass mir gleich was entgegenspringt. So, dann hier. Klack, 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 klack. Und den damit genommen und den und den. Und dann, oh, da ist noch ein bisschen Redstone im Raum mit. Klack, klack, klack. Und dann natürlich hier wieder das Holz abkrabbeln. Juhu! So, es ist meine Hand, es ist gerade echt meine Hand eingeschlafen. Also mit den ganzen Neuerungen und so, die es momentan gibt, muss ich gestehen, bekomme ich wieder richtig, richtig... Also nicht, dass es mir momentan langweilig geworden wäre, aber das gibt mir gerade wieder so ein bisschen so den Kick am Spielen. Weil jetzt kannst du natürlich richtig farmen. Hier kannst du richtig krass Items zusammen farmen, also so auch Eisen und so. Und dann hast du das Zeug halt und kannst dann auch mal richtig bauen, weil du hast es da mit einem Schlag. Du kannst ja halt jetzt durch dieses Update mega viel mit einmal holen und... Macht, ist, macht Laune. Oh. So, machen wir da hin und dann tun wir... Oh, ich hab gar nichts mehr. Okay. Nun, dann machen wir hier auf... Quatsch. Flup. Ist eine Glückssacke, gell? Wir kriegen keinen Kies raus. Das ist Glück... Ist eine, ah, okay, das ist eine Glückssacke. Alles klar. Oh, nicht schlimm, dann nehmen wir uns einfach mal ein bisschen davon mit. Weil... Gibt ja schöne Pfeilspitzen ab. Wenn wir mal richtig Hühnchen finden sollten hier.
Dann können wir uns endlich Pfeilspitze machen. Ich glaube, wenn das weitergeht, da brauchen wir gar nicht... Oder war das Glück, als mir einmal nicht holt. Und ich hab's anders abge... Boah, Alter, wenn da das Lava geht, wäre ich jetzt so gekotzt. Hier kann ich gerade auch nichts...